Hallo, hallo und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Sommersonnenvideo. Ja, 5 Düfte, Leute, für den Baggersee. Da habe ich euch ein bisschen was zusammengestellt. Dem einen wird es gefallen, dem anderen vielleicht nicht. Bevor es losgeht, erst einmal die allerherzlichsten Grüße an euch, beziehungsweise an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, selbstverständlich an alle Abonnenten, Abonnentinnen. Ihr seid damit alle ganz herzlich gegrüßt. Und ich würde sagen, ich halte mich jetzt nicht lang mit den Vorreden auf. Es geht gleich los. So, mein allererster Duft, der Cibellini Om. Einer der ersten Billigheimer. Ja, ich habe es ja in meinem Thumbnail habe ich ja geschrieben. 5 Billigheimer. Da ist kein Duft, der mehr als 10 Euro kostet. Die kosten alle unter 10 Euro. Den hier bekommt ihr mit viel Glück, sage ich mal, im Lidl. Warum? Aus dem einfachen Grund, der Om, angelehnt an den Dior Sauvage, ist natürlich jetzt so eine Sache, den bekommt man, den bekommt man nicht so anscheinend, der ist ja nicht so präsent in den Lidl-Filialen. Die haben eher den, den Boss-Bottle-Dupe und den anderen, den One-Million-Dupe. Nichtsdestotrotz, ein geiles Teil. Oh. Frische pur, Leute. Frische pur. Der ist nicht nur für den Baggersee, den könnt ihr auch ins Office mitnehmen. Leute, Mensch, 5 Euro. Da überlegt man nicht lang. Absolut geiles Teil. Der nächste, den ich euch zeigen möchte, yeah. Das ist der Kalin Infinity Navy. Ja, ich habe übrigens bei den Düften, das sind einmal, wie gesagt, einmal Lidl und zweimal Larif, zweimal Kalin. Der Kalin Navy ist ein Duft, den ich eigentlich ja im Original gar nicht mag. Oder was heißt, da hat er mich nicht überzeugt. Haltbarkeit, miserabel. Kann ich euch wirklich sagen. Miserabel, was da Jean Procoutier da auf die Beine stellt. Der hier, super netter Flakon. Angelehnt natürlich, logischerweise, an den Le Male. Leute, Lavendel-Tonga-Bohne, sage ich da nur. Geiles Teil. Hat eine raffinierte Süße. Mega Hammer. Mega. Super. Den könnt ihr sogar in Club könnt ihr den tragen. Wenn ihr nach dem Baggersee noch Bock habt, in den Club zu gehen, dann tragt den hier, Infinity Navy von Kalin. Es ist ein Duft, der passt nicht nur an den Baggersee. Da ist er fast zu schade. Wenn ihr an den Baggersee geht, könnt ihr auch den nehmen. Absolut Blue. Ebenfalls Kalin. Das ist ein Davidoff in der grünen Version. Moment. Sprühen. So. Entschuldigung. Der hat mega grüne Noten. Ein bisschen was Erdiges, Frisches. Angenommen, ihr seid im Schwimmbad, angenommen, ihr seid, ihr seid am Baggersee, morgens haut ihr euch das Ding drauf, wenn ihr aus dem See steigt, nehmt ihr euch das Teil mit hier, ja. Oh, mein Gott, ist es ein geiler Duft. Mein Top-Favorit für den Sommer übrigens. Ebenfalls, ja, den könnt ihr logischerweise auch ins Geschäft tragen oder was weiß ich, was er sonst macht. Sogar, ja, abends zum Weggehen oder wenn er irgendwo an der Strandbar sitzt. Gerade ein Tipp,
Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo das ist. Definitiv in Mannheim und Ludwigshafen, ja, da gibt es ein paar Beachbars am Neckar. Könnt ihr durchaus, nicht nur am Neckar, also am Ludwigshafen ist es dann am Rhein. Stefan, du wirst es wissen, welche ich meine, ne? Könnt ihr mal gucken, Moment. Sorry, meine Freundin hat eben das Telefon abgenommen und jetzt wo waren wir stehen geblieben? Ja, egal, wenn ihr an irgendeiner Beachbar seid, dann haut euch das Ding drauf und der hält euch frisch, absolut blue. Jetzt guckt euch mal den geilen Flakon an, der gefällt mir fast besser, ja, als das Original von Davidoff, Cool Water. Obwohl Cool Water immer noch ein geiler Duft ist, der hier ist fast noch ein Tacken geiler. So, jetzt kommt ein Favorit, den ich immer wieder vorstellen werde. Warum? Weil es ein total geiler Duft von Larive ist. Den habe ich den letzten Sommer rauf und runter getragen. Das ist schon mein zweiter Flakon. Ich habe noch einen dritten hier in Reserve. Den habe ich mal gebunkert, weil den habe ich tatsächlich leer gekriegt. Ja, das ist schon der zweite. Und den werde ich den Sommer definitiv auch tragen. Ja, hat eine zitrische Frische, eine Cremigkeit für einen 7-Euro-Duft. Mega Hammer. Den Aldirkam, den ich euch vorgestellt habe, ja, der ist natürlich noch eine Latte höher. Das muss man dazu sagen. Der hier ist für alles geeignet, ja, fürs Schwimmbad, Baggersee. Den könnt ihr überall tragen, ja, wenn ihr Frische braucht. Auch als Office-Duft geht der perfekt durch. So, wie gesagt, der Aldirkam ist einfach, der ist 2 Stufen höher. Das müsst ihr, davon müsst ihr ausgehen. Da sind eigentlich die wertigeren Inhaltsstoffe drin und da ist bei dem Aldirkam ist keine Synthetik. Keine. So, dann habe ich noch einen, den habe ich dieser Tage mal drauf gehabt. Er ist ganz nice. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Top-Duft, aber passt eigentlich so in den Sommer oder an Baggersee eigentlich gut rein. Ist auch ein fruchtig-süß-holziger Duft, angelehnt an Dolce Gabbana und K. Oder Dolce Gabbana The King. Ich glaube, der heißt auch The King, ja. Das Original. Fruchtig-holzig-süß. Ja, hat durchaus was Nettes. Gefällt mir immer besser. Und ich muss dazu sagen, ich werde den auch in den kommenden oder in den Sommermonaten werde ich den öfters mal tragen, weil das ist ein unterschätzter Duft, glaube ich. Kein großer Unterschied jetzt. Ich habe den in der Drogerie, habe ich das Original von Dolce Gabbana. Also da merkt er keinen Unterschied. Also es wird sich gar nicht rentieren, wenn ihr euch jetzt das Original kauft, ja. Für das Geld kann man machen. So, Leute, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein, meine Top 5 Düfte für den Baggersee oder Schwimmbad. Egal, ihr könnt die überall tragen. Egal, was ihr macht, meine Empfehlung. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Alle Zuschauer übrigens, die meinen oder Zuschauerinnen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Hier gibt es immer alles über günstiges und preiswertes Parfüm. Macht's gut, Leute. Ciao.